Tim hatte noch vor der eigenen Geburt eigentlich keine Chance. Im sechsten Schwangerschaftsmonat stellten die Ärzte bei einer Vorsorgeuntersuchung das Down-Syndrom fest. Die Mutter wollte ihr Kind auf keinen Fall zur Welt bringen. Ein Schwangerschaftsabbruch wurde vorgenommen, aber Tim überlebte, durch den ärztlichen Eingriff zusätzlich geschädigt. Ein halbes Jahr nach der Geburt fand sich eine Pflegefamilie, die Tim bei sich aufnahm. Dort lebt er bis heute, inzwischen 7 Jahre alt und ein fröhlicher kleiner Junge. Tim und sein Pflegevater Bernhard Guido. Als Tims leibliche Mutter im sechsten Monat mit ihm schwanger war, wurde bei dem Ungeborenen eine Behinderung festgestellt, Trisomie 21, früher Mongolismus genannt. Die Mutter sah nur eine Lösung, den Abbruch dieser Schwangerschaft. Doch Tim überlebte seine eigene Abtreibung. Inzwischen ist der Junge 7 Jahre alt. Eine Nachtschicht in einem Oldenburger Krankenhaus. Juli 1997. Ein junger Assistenzarzt hat die Aufgabe, bei Tims Mutter die Abtreibung vorzunehmen. In so einem Fall wie bei Tim wird vorher da eine Wertentscheidung getroffen. Zwischen einer Abwägung zwischen den Interessen der Mutter und den Nöten der Mutter und dem Lebensrecht des Kindes. Zur Einleitung einer Spätabtreibung werden massiv Medikamente eingesetzt. Für die Mutter soll diese Geburt möglichst schnell vorbei sein. Es geht ja auch darum, dass dieses Kind eben nicht als lebendiges Kind, lebendes Kind geboren werden soll. Weiterhin hatte ich bei den Abtreibungen, an denen ich vorher schon mitwirken musste oder mitwirkte, auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder durchweg bereits verstorben sind bei der Geburt. Es gibt aber auch viele Fälle, in denen das Kind zunächst einmal lebt, aber dann erst in den nächsten Minuten, manchmal auch Stunden, verstirbt. Zur Familie Guido gehören der 8-jährige Pablo und der 12-jährige Marco, Mutter Simone und Vater Bernhard. Pflegesohn Tim sitzt im Kinderwagen, weil er immer noch nicht laufen kann. Er hat das Down-Syndrom, auch Mongolismus genannt, und eine Reihe zusätzlicher Behinderungen, körperlich und geistig. Du kannst ihn auf keinen Fall alleine lassen. Das geht einfach nicht. Er sieht keine Gefahr für sich selbst und auch andere kann er sehr stark gefährden. Und du kannst ihn halt auch nicht so in der Wohnung krabbeln lassen. Er läuft ja halt noch nicht, weil er ständig Sachen runterreißt und sich die vielleicht über den Kopf reißen würde oder sonst was anstellen würde. Es muss immer einer da sein. Nein! Auch beim Essen muss Tim speziell behandelt werden. Der Tim isst und trinkt halt leider nicht, also ganz wenig, also absolut nicht ausreichend, sondern absolute geringe Mengen. Und deswegen muss der Tim halt immer sondiert werden. Ali.
Dann kannst du mal eine Tonne Wasser geben. Ja. Thanks. Er hat das immer ganz vehement von sich gewiesen. Die Arme schlugen aus, wenn nur etwas annähernd in sein Gesicht kam. Und jetzt haben wir es sogar schon geschafft, ihm einige Schlücke zu trinken zu geben. Und er hat Spaß dabei. Durch eine Sonde, die direkt in den Magen mündet, wird Tim ernährt. Die Prozedur fünfmal am Tag ist mühevoll. Tim ist sehr anfällig. Auch dieser Campingurlaub stand kurz vor dem Start noch auf der Kippe. Tim lag mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Das Down-Syndrom ist sicherlich eine Diagnose und ein Fall. Wäre er damals nicht abgetrieben worden, wären sicherlich viele Probleme, die Tim zusätzlich hat. Er ist ja mehrfach schwerst behindert, nicht aufgetreten. Ein Blick zurück. Es ist der 17. Juni 1997. In der Nähe von Oldenburg geht eine Schwangere in ein katholisches Krankenhaus. Es ist Tims leibliche Mutter. Wir nennen sie Frau B. Frau B. ist 35 Jahre alt. Da gilt eine Schwangerschaft schon als Risiko. Ihr Frauenarzt hat bei einer Ultraschalluntersuchung einen unklaren Befund erhoben, so seine Notiz. Heute wird eine Fruchtwasseruntersuchung vorgenommen. Frau B. hat länger gezögert, aus Angst. Schon einmal hat sie ein Kind durch eine Frühgeburt verloren und diese Untersuchung ist nicht ungefährlich. Erst in 2 Wochen wird das Ergebnis vorliegen. Auch mit 7 Jahren muss Tim noch regelmäßig gewickelt werden. Alltag für Tim und Simone Guido. Körperpflege ist eher ein Kampf. Er ist einfach empfindlich, schmerzhaft dürfte das nicht sein. Also eigentlich tut das nicht weh. Er mag halt alle Sachen nicht, wo man seinen Körper viel berührt, wie Eincremen und sowas. Und das ist ihm einfach unangenehm, dass man immer so gängelt und an ihm rumfummelt ständig. Nee, nein. Das mag er eigentlich nicht so gerne. So richtig Körperkontakt und viel Kuscheln und so nicht. Eher ja, selten, dass er mal. Also von sich aus sowieso wenig, dass er von sich aus ankommt und mit einem kuscheln möchte oder so. Und wenn man ihn nimmt, dann ist er auch eher oft abgelehnt. Die Guidos leben in einer Siedlung am Ortsrand von Quakenbrück. Ein Familienhaus mit Garten, Wohlstand, aber kein Luxus. Mein Vater war Maurer, ich habe 2 Brüder, 2 Schwestern. Wir haben unter relativ bescheidenen Bedingungen gelebt. Ich habe mit 14 meine Konditorlehre angefangen, habe also schon mal relativ viel mit tun müssen und agieren müssen. Habe dabei aber auch eine ganze Menge Unterstützung erfahren. Bernhard Guidos Beruf hat nichts mit Sozialarbeit zu tun. Er ist Lebensmittelingenieur und entwickelt in einer Spezialfirma unter anderem Backrezepte. Tim hat bei Guidos ein neues Zuhause gefunden. Der 12-jährige Marco musste lernen, sich auf den jüngeren Stiefbruder einzustellen. Ich glaube, er versteht mich auch.
Wieso meinst du das? Ja, wenn man zu ihm Nein sagt, dass er das nicht machen soll, zum Beispiel an den Haaren ziehen oder kratzt, dann guckt er auch ganz traurig und wendet sich dann ab. Na, meinst du, da versteht er dich schon? Ja. Papa! Was denn? Wie stehst du denn da? Komm. Simone Guido hat wie ihr Mann Lebensmitteltechnik studiert und den Beruf auch ausgeübt. Seit Tim im Hause ist, kümmert sie sich ausschließlich um die Kinder. Anfang Juli 1997, katholisches Krankenhaus Südoldenburg. Ein Gynäkologe berät Tims leibliche Mutter. Es geht um den Befund der Fruchtwasseruntersuchung, Trisomie 21, Down-Syndrom. Der Arzt protokolliert, Frau B. lehne die Geburt eines behinderten Kindes rundweg ab. Immer wieder drohe sie mit Selbstmord. Das katholische Krankenhaus nimmt keine Abtreibungen vor. Darum wird Frau B. noch am selben Tag in das städtische Klinikum Oldenburg überwiesen. Eine Stationsärztin der Geburtshilfe nimmt sie auf und erinnert sich später, Frau B. habe immer wieder geschrien, sie wolle dieses Kind nicht und sie verlange, dass man ihr das wegmache. Daraufhin beginnen die Ärzte mit der Prozedur der Abtreibung. Bei einer Abtreibung geht es darum, dass ein Kind dabei nicht überlebt, dass die Mutter eine Not hat, das Kind eben nicht weiter in sich aufwachsen lassen zu können und von daher das Kind eben weggemacht werden soll, wie man so sagt. In dem Fall eben durch Medikamente, die starke Wehen anregen und dann letztlich zur Geburt führen. Zu einer Geburt, zu einer Zeit, an der ein Kind normalerweise nach so einer Tortur speziell einfach nicht überleben kann. Auf der Geburtsstation im Klinikum Oldenburg kommen an diesem Tag mehrere Kinder auf die Welt. Ein Schwangerschaftsabbruch wie bei Tims Mutter gehört nicht zum Routinebetrieb. Das ist eine ganz schwierige Situation. Das ist, was das Kind angeht, ganz schwer auszuhalten. Da kommt man unter Umständen gerade von einer Frau, wo man versucht hat, mit allen Mitteln das Kind im Bauch zu halten, vielleicht auch gescheitert ist, weil es noch zu früh war, das Kind. Und dann kommt man zu so einer Situation, wo die Mutter jetzt das Kind nicht will, was genauso groß ist, genauso alt ist und jetzt eigentlich zum Sterben verurteilt worden ist. Nochmal, du machst es prima, machst es prima. Ja! Spezialtherapie in einer Praxis im Schwarzwald. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, Tim soll hier lernen, normal zu essen. Spazieren gehen, ohne sich zu stoßen. Guck mal, ich mach meine Hand auf. Guck mal. Wir möchten ihn natürlich auf jeden Fall zum Essen bekommen, weil Essen ist ja auch Freude, ist ja auch Lust und macht Spaß. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt, Essen, auch so vom sozialen Verhalten so. Wir sitzen alle am Tisch und essen und schmeckt uns allen gut, sage ich mal. Das ist ja auch eine Freude sozusagen zu essen. Von Freude und Genuss ahnt Tim bei dieser Therapie noch nichts. Kann er noch trinken? Kann er noch trinken? Nein? Das haben wir ja schon gemacht. Morgens und nachmittags jeweils anderthalb Stunden. Solche Therapien sind eine Qual, besonders für den Jungen. Ein Schluck Wasser kannst du gut schaffen. Aber nur die Hände, Man muss Kinder eben manchmal zu ihrem Glück zwingen. Er würde von alleine, würde er das Essen ja nicht in den Mund nehmen. Und ich zwinge ihn ja nicht dazu, gleich so einen ganzen Fruchtzwerg zu essen, sondern höchstens erstmal wirklich nur einen Schluck oder zwei Schlucke zu nehmen. Und ich muss das auch mit dieser Spritze und dem Schläuchlein machen, weil wenn ich es ihm nur in den Mund gebe, dann spuckt er es mir ja wieder um die Ohren, spuckt er ja alles wieder aus. Wenn ich es aber gleich relativ weit nach hinten gebe, dann kommt der Schluckreflex und dann schluckt das runter.
Da kann ich richtig feste klatschen. Das war klasse. Ganz große Klasse. Einmal noch. Ich glaube, wären wir früher schon immer hier hingefahren, dann könnte er wahrscheinlich schon essen und auch schon mehr sprechen. Aber wir haben uns auch innerlich immer gesträubt und haben gedacht, naja, was soll man so eine Therapie machen, die er eigentlich nicht möchte und so weiter. Und ja, aber eigentlich ärgere ich mich schon, dass wir es nicht früher gemacht haben. Eine Idylle zwar, aber kein Urlaubsvergnügen. Die ganze Familie Guido nimmt einiges auf sich, damit die Mutter mit Tim für 2 Wochen zur Therapie in die Spezialpraxis fahren kann. Dann muss man halt zu Hause noch eine Haushälterin beschäftigen, die nachmittags halt nach den Kindern guckt und die noch zu Hause sind. Ja, und die Schulaufgaben und das alles, das muss ja auch alles zu Hause weiterlaufen, was so alles ansteht. Ne? Wird das denn für euch dann hier wenigstens finanziert? Nein, also es werden nur die Therapien wie Logopädie, Krankengymnastik und Ergotherapie-Rezepte werden abgerechnet, ganz normal. Aber alles wie Fahrkosten und Unterkunft übernimmt die Krankenkasse nicht. Nein. Niemand kann sagen, warum Tims Gehirn bestimmte Entwicklungsschritte verpasst hat. Mit dem Down-Syndrom alleine sind nicht alle seine Behinderungen zu erklären. Die Ärzte äußern sich da eher nicht gerade so sehr klar zu, aber unsere Vermutung oder was man auch so hinter der Hand gehört hat, ist es schon so. Die Lunge wäre natürlich ganz anders ausgebildet gewesen, wenn er nicht abgetrieben gewesen wäre. Gehirnblutung hätte er wahrscheinlich auch nicht gehabt. Also unserer Meinung nach oder auch mancher Ärzte wäre ein ganz fittes, gesundes Down-Kind geworden. Also ganz stabil, ganz normal, wie andere Down-Kinder auch sind. Nochmal, das schaffst du. Super, nochmal. Klinikum Oldenburg. Seit 2 Tagen bekommt Tims Mutter alle 4 Stunden ein Mittel zur Einleitung der Frühgeburt. Als die Wehen einsetzen, es ist ein Freitagabend, hat der junge Assistenzarzt Dr. Enno Heine Dienst. Wenn man die Not mancher Mütter sieht, kommt man eben auch da nicht unbedingt darum herum. Man muss es nicht machen. Ich habe es nicht zwanghaft gemacht, aber immer ungerne. Der Geburtshelfer Enno Heine nimmt die Abtreibung vor, weil sich Tims Mutter nicht in der Lage sieht, ein behindertes Kind großzuziehen. Mit der Mutter konnten wir kein Interview führen. Auch andere Frauen, die eine Spätabtreibung hatten, wollen nur anonym über ihre Gefühle sprechen. Also ein Schwangerschaftsabbruch war für mich der einzige Ausweg, den ich in dieser Situation hatte. Das Kind auszutragen und selbst zu behalten. Und dann hört man solche Sachen, du wirst das Kind dann schon lieben können, war für mich eigentlich nicht denkbar. Gut, man hat dann einfach auch Angst, wie das in der Zukunft weitergeht mit einem behinderten Kind. Man denkt dann, was wird mit deinem Beruf, dann wie steht dein Mann dazu, was tust du dem Kind eigentlich überhaupt an? Und so ein Ratschlag wie, trag doch aus und gib's zur Adoption frei, war für Sie nicht vorstellbar? Nein, also dieser Ratschlag war für mich überhaupt nicht vorstellbar, weil ich finde, das ist einfach falsch oder auch feige der Gesellschaft gegenüber. Ein Kind auszutragen, was behindert ist oder vielleicht nur grenzwertig lebensfähig, und das zur Adoption freigeben, das geht einfach nicht. Wer adoptiert denn in Deutschland ein Kind mit einer Behinderung? Wer adoptiert denn in Deutschland ein Kind mit einer Trisomie oder ein Kind, was bettlägerig ist oder mehrfach operiert werden muss? Also ein Kind adoptiert doch niemand. Und wo landet dann dieses Kind? Im Heim. Simone und Bernhard Guido hatten bereits ihre beiden eigenen Kinder. Beim Jugendamt in Quakenbrück nahmen sie dann an einem Kurs für Pflegeeltern teil. Wir wollten halt ein Pflegekind aufnehmen, gerne ein Mädchen halt, weil wir schon 2 Jungen hatten. Eigentlich hatten wir auch bei den Bewerbungsunterlagen angegeben, ein unbehindertes Kind, weil wir uns gar nicht vorstellen konnten, ein behindertes Kind aufzunehmen, weder geistig oder körperlich behindert. Wollten wir eigentlich auch nicht. Und
Aber dann rief das Jugendamt halt an und sagte, dass Tim halt Eltern bräuchte. Zuerst waren wir skeptisch, haben gesagt, nein, wollen wir eigentlich nicht. Aber es war kurz vor Weihnachten und da dachten wir, fahren einfach mal da ins Krankenhaus, der arme Junge liegt da. Wir wussten, dass ein Junge ist und dass er eben halt Down-Syndrom hat, liegt da im Krankenhaus. Wir besuchen ihn einfach mal. Wir vergeben ja nichts. Gleich schon schlafen, ne? Ja. Und kaputt. Dann haben wir uns eben halt auf der Station Tim angesehen und da kam sofort zu der Liebe auf den ersten Blick. Und diese Kraft, diese Power, die Tim hat und damals auch schon hatte, die hat uns natürlich sehr, sehr imponiert. Ich kann ich nicht, muss ich ja festhalten. Nachdem wir ihn das erste Mal gesehen haben und uns quasi in ihn verliebt haben, haben wir schon noch oft darüber nachgedacht, ob wir das unseren Kindern zumuten können. Und man muss auch sagen, man hat natürlich mit vielen Leuten, mit der Familie und Freunden gesprochen. Und es war auch nicht überall positive Resonanz. Es war also auch von vielen zu hören, das könnt ihr nicht machen, eure Kinder werden sehr darunter leiden oder eure Ehe geht kaputt. Ne? Also was, also eigentlich ja, musste man da auch noch gegen ankämpfen. Also man wurde da auch nicht hundertprozentig unterstützt. Zur Abtreibung per Frühgeburt lag Tims Mutter nicht im Kreissaal. Sie wollte nichts von anderen Geburten mitbekommen und auch mit dem eigenen Kind wollte sie nach der Abtreibung nichts zu tun haben. Es geht darum, mit den Eltern auch zu besprechen, wie gehen wir gemeinsam als Ärzte, Schwestern, Hebammen und wie gehen die Eltern mit dem Tod ihres Kindes um. Wie legen wir das Kind auf den Bauch der Mutter, lassen gucken die Eltern sich das überhaupt an, möchten die Eltern das lieber nicht, weil Erinnerungen, vielleicht auch Schuldgefühle hochkommen. Diese Problematik wird vorher besprochen und da war ich auch sofern von der Kollegin, die mir den Dienst übergeben hat, entsprechend eingeweiht und dass eben auch gerade hier die Besonderheit bestand, dass die Mutter das Kind eben ablehnte und es partout nicht sehen wollte. Sie sich also nach meinem Dafürhalten damals eben durch das bloße Ansehen dieses Kindes praktisch in ihrer Konfliktsituation dermaßen bestärkt sah, dass sie das einfach nicht aushalten konnte. Somit wir praktisch die Funktion, dieses Kind zu begleiten in seinem Tod. Entweder ist es schwerer, es schon als totgeboren zu erwarten gewesen oder als kurz danach sterbend begleiten mussten. Darauf waren wir irgendwie gefasst. Das ist auch etwas, was mir persönlich am Herzen liegt. Also mir war es völlig fremd, jetzt ein Kind, sagen wir mal, einfach wie so eine Sache wegzuschmeißen oder so in die Ecke zu legen oder so. Ich würde schon lieber ein Kind eben in einer in Behütung wissen, also irgendwie auf dem Arm haben oder jemand, der das eben übernimmt, diese Aufgabe. Am 6. Juli 1997 um 1 Uhr nachts kommt Tim zur Welt. Er wiegt 690 Gramm und ist 32 Zentimeter groß. Gerade mal eine Handvoll Leben. Das Kind wird in ein warmes Tuch gewickelt. Die Erwartung zu diesem Zeitpunkt, den Stress einer solchen Abtreibung, überlebt Tim allenfalls eine Stunde. Es ist ja auch kein Neugeborenes, was dort geboren wird, was kräftig durchschreit, wie wir das aus dem Kreißsaal kennen, wo die Kinder geboren werden, alle glücklich sind und das Kind dann durchschreit und man freut sich. Sondern es ist eigentlich ein Kind, was in erster Linie, wenn man hinguckt, gar nicht so leicht anzusehen ist, ob es denn nun lebt oder ein totes Kind ist. Es liegt dort
streckt alle Viere von sich im wahrsten Sinne des Wortes und sieht durch die Geburtsmanipulation, durch diese Wehentätigkeit auch von leichten Blutergüssen bedeckt aus, sodass man im ersten Moment gar nicht entscheiden kann, lebt das Kind denn oder stirbt es? Wider Erwarten zeigt Tim um 2 Uhr immer noch Lebenszeichen. Zwischen anderen Geburten schaut Dr. Heine jetzt alle halbe Stunde nach Tim. Hebammen wickeln den Jungen weiter in gewärmte Tücher. In so eine Situation, wie sie sich dann bei Tim entwickelte, bin ich vorher nicht gestellt gewesen. Und da ging es halt darum, dann letztlich abzuwägen. Also wir wollten Tim ja nicht in dem Sinne irgendwie was Böses. Wir wollten der Mutter aus ihrer Notlage helfen. Nun kann man nicht gleich, wenn so ein Kind geboren ist, auch wenn es ein paar Schnaufer tut, sagen, so, das ist jetzt ein Kind, was leben will, also holen wir jetzt die Neonatal, also die Intensivstation und machen dort alles Mögliche. Denn das Kind ist ja vorher von uns auch durch diese Maßnahmen und durch die Geburt selber, die gerade im Fall von Tim auch nicht einfach war, eigentlich so stark geschädigt, dass man erwartet, es würde in der nächsten Zeit dann auch versterben. Ja, der Tim, der muss 4-mal am Tag inhalieren, weil er halt immer sehr mit den Lungen hat und schlecht Luft kriegt. Und zur Befeuchtung der Lunge und halt, dass die Atemwege erweitert sind. Macht er nicht so gerne, aber geht, ja? Ja? Mehr in der Nierenblume. Zorn ist sich ja etwas zu weit hergeholt. Es ist schon so, dass wir da ein etwas kritischeres, auch selber erstmal ein kritischeres Verhältnis dazu bekommen haben. Das Thema Spätabtreibung war uns überhaupt nicht bewusst, dass es das gibt. Das haben wir durch Tim erstmalig erfahren. Und dass die Gesellschaft das zulässt, macht uns sicherlich manchmal ein bisschen, ja, Tim hätte es besser haben können. Und ich glaube, wenn wir hätten Tim sicherlich auch gerne in einem etwas gesünderen Zustand kennen und lieben gelernt, so war es natürlich viel, viel mühsamer. Drei. Eins, zwei, drei. Fünf Stunden nach der Abtreibung stellt Dr. Enno Heine fest, Tims Herz schlägt inzwischen regelmäßig. Das war von uns nicht erwartet worden. Und da ist dann irgendwie der Punkt, wo man umschaltet, wo man also dann doch von dem Fokus der Mutter und der Not der Mutter umschaltet auf das Kind. Das ist die Situation, die eigentlich absolut neu war für mich und die auch eigentlich unerträglich ist, weil ich habe das Kind bis dahin durch die Geburtseinleitung, durch alles eigentlich geschädigt, um es eben eigentlich auch zu töten, zu opfern für die Mutter. Und dann irgendwie muss ich jetzt alles tun, um das Kind eben zu retten, zu leben, ihm alles zukommen zu lassen, was es denn möglicherweise braucht. Um 9:30, fast 9 Stunden nach seiner Geburt, wird Tim aus dem Kreissaal auf die Intensivstation verlegt. Der Junge hat seine eigene Abtreibung überlebt. Musik.
Noch mehrere Male gerät Tim auf der Intensivstation in Lebensgefahr. Die Lunge verweigert den Dienst, es treten Gehirnblutungen auf. In den nächsten Monaten wird er mehrfach operiert. Die leibliche Mutter bleibt bei ihrem Entschluss. Sie will mit ihrem Kind nichts zu tun haben, will Tim nicht einmal sehen. Kurz vor Weihnachten 1997, Tim ist jetzt 6 Monate alt, wendet sich das zuständige Jugendamt an Simone und Bernhard Guido. Leid tut mir die Mutter, dass sie es nicht schafft, die Kraft aufzubringen, zumindest mal einen Kontakt mit Tim zu haben. Weil wenn sie Tim wirklich so erlebt, wie wir ihn erleben, wie viele Menschen ihn erleben, würde sie sehen, was für ein liebenswerter Junge das ist. Sie hat schon arge Probleme jetzt, denke ich, auch damit fertig zu werden und große Schuldgefühle. Ressentiments gegen sie, Wut, Ärger, empfindest du nicht? Nee, eigentlich nicht, weil ich schon denke, dass es eigentlich nicht ihre Schuld ist. Ich traue das nicht zu, dass sie das aus Egoismus entschieden hat, ihn abzutreiben, sondern einfach auf mangelnde Aufklärung. Zu Tims leiblicher Mutter haben Guidos keinen Kontakt. Mit dem Vater besprechen sie alle paar Monate Fragen des Sorgerechts. Das behalten Tims Eltern, obwohl sie ihr Kind vor 7 Jahren abtreiben wollten. Zurück, komm, ah, super, klasse. Yay! Ja, klasse. Er hat eine unwahrscheinliche Kraft, aber kann ihn nicht immer so einsetzen, wie er sollte. Wie ist das für dich als Vater? Ist einfach eine Gewöhnung. Ich meine, man nimmt jedes Kind so, wie es ist und muss sich eben halt darauf einstellen. Ist ja, er wäre ja vermessen zu erwarten, dass ein Kind so reagiert, wie der Vater es erwartet. Also das, da muss der Vater sich schon ein bisschen darauf einstellen, wie das Kind reagiert. Worauf musst du bei ihm achten? Oder worauf achtest du bei ihm? Also bei ihm muss ich darauf achten, dass er sich nicht mit dem Kopf schlägt. Und dass er nicht zu sehr in seine eigene Welt versinkt. Tim, bei dem das Down-Syndrom festgestellt wurde, sollte wegen dieser Diagnose nicht leben. Wenn eine Schwangere sagt, sie könne ein solches Kind auf keinen Fall zur Welt bringen, darf abgetrieben werden. Der Paragraph 218 eröffnet diese Möglichkeit, sogar noch bis kurz vor der Geburt. Heute kämpft die Pflegefamilie Guido für Tim um seine Rechte. Man kommt sich immer wie so ein Bittsteller vor, also obwohl man ja eigentlich ein konkretes Anliegen, was dem Kind auch zusteht, wie ein Gehwagen oder eine andere Hilfsmöglichkeit für sein Fortbewegen. Und wenn man dann auf dem Amt ist, dann kommt man sich vor, als würde man da um was betteln. Und so wird man auch ganz oft behandelt. Also man hat dann schon schlechtes Gewissen, wenn man schon wieder was beantragen muss, wie Stabilschuhe oder Einlagen. Und dann braucht er einen Inkontinenzanzug und jetzt braucht er noch einen Therapiestuhl. Also man mag schon gar nicht mehr das alles beantragen, obwohl es einem zusteht. Wir haben auch schon Kurablehnungen öfters für Tim bekommen. Ich wollte gerne mit Tim zur Kur fahren. Und da wurde das schon so beschrieben, dass Tim halt eigentlich nicht positiv beim Bruttosozialprodukt beitragen kann später. Und deswegen bräuchte er auch keine Rehabilitationsmaßnahme. Für Simone und Bernhard Guido ist Tim wie ein eigener Sohn. Von ihren beiden leiblichen Kindern verlangen die Eltern viel Verständnis. Das Familienleben ist straff durchorganisiert. Die Mutter ist oft wochenlang für Spezialtherapien mit Tim unterwegs. Das Leben mit der vielfachen Behinderung ist kein Kinderspiel.
die sind schon zu kurz gekommen auch, ja. Also das hat man nicht immer hingekriegt, dass sie nicht zu kurz gekommen sind. Darüber muss man sich schon im Klaren sein. Also was wäre genauso gewesen, wenn wir selber ein behindertes Kind bekommen hätten? Das lässt sich in manchen Situationen nicht vermeiden. Der Tim war gerade in den ersten Jahren extrem viel krank. Der musste immer ad hoc ins Krankenhaus. Und dann waren die Kinder ja halt noch so klein, dass du sie nicht alleine lassen konntest. Und dann wurden die blitzschnell bei den Nachbarn geparkt. Ne? Wie finden es die beiden größeren Jungs, der 8-jährige Pablo und der 12-jährige Marco, dass ihr Stiefbruder Tim so viel Aufmerksamkeit braucht? Ja, eigentlich nicht ganz so gut. Was denn? Na, dass Mama dann keine Zeit mehr für mich so hat. Dann nachmittags, dann hat man keinen, der mit einem dann üben kann für die Hausaufgaben oder für die Schule. Und dann kann man auch nicht zusammen was besprechen oder zusammen mal was spielen, so ein Gesellschaftsspiel oder so. Dann ist dann halt immer einer zu wenig. Dann hat man schon ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, wie soll man das alles unter einem Hut kriegen? Jeder will was von einem und es muss alles erledigt werden. Und man denkt eigentlich, dass jeder zu kurz kommt. Aber irgendwie gibt es ja dann auch wieder bessere Zeiten. Zu den besseren Zeiten für die ganze Familie gehörte zuletzt eine große Reise in die neue Welt. Begrüßung in Key Largo in Florida. Ich heiße Timmy und begrüße dich. Hallo Timmy! Hallo Timmy! Ja, du singen? Die Hoffnung, vielleicht bringt eine Delfintherapie Tim entscheidend weiter. Es geht immer noch um die gleichen Probleme. Berührungsangst. Tim lässt nichts an sein Gesicht heran. Er isst nicht, kann nicht laufen, kann nicht sprechen. Nur unterstützt durch Spender können Simone und Bernhard Guido diese Delfintherapie finanzieren. Allein sie kostet in 2 Wochen 8.000 Euro. Die Reise und der Aufenthalt für die Familie muss außerdem bezahlt werden. Dafür ist Tim 2-mal täglich im Wasser. Duke heißt der Delfin, der ganz für Tim da ist. Danke, ganz schön. Guck mal, streichen wir den Duke. Toll. Timmy, wir kommen aus dem Wasser. Es klingt geheimnisvoll, aber Erfolge sind sichtbar. Ein Kuss vom Duke? Ein Kuss vom Duke? Das war ein Duke-Kurs. Er hat einmal eine viel bessere Körperspannung, er sitzt viel gerader, er steht besser. Man kann ihn jetzt auch besser an- und ausziehen, weil er eben halt schon mehr mithilft. Und was ganz wichtig ist, er hält jetzt Augenkontakt, was er früher eben halt nicht gemacht hat. Nice. Ich sehe mich, bist du ein bisschen Wasser auf die Zunge, ja, hast du ein bisschen Salz drauf. Nochmal. Wollen wir die Zähne putzen? Oh. Es war eigentlich immer ein Kampf, sein Gesicht zu waschen. Er hat es immer sehr stark abgewehrt mit den Händen, alles. Und jetzt steckt er die Zunge raus und lässt sich die Zunge abwischen. Und er trinkt auch schon einen kleinen Schluck oder versucht es zu trinken. Er lässt einen halt mit dem Trinkbecher an den Mund ran oder kommt auch mit dem Mund, um mit der Zunge was zu erfühlen. Und das hat er vorher nicht getan. Sogar zu ein paar Schritten lässt sich Tim nach der Delfintherapie überreden. Barfuß auf rauem Holz. Kleine Fortschritte, 7 Jahre nach der Abtreibung. Ja, für mich bedeutet es erst einmal die Erinnerung immer wieder an diesen Nachtdienst. Da gab es natürlich auch noch andere Dinge, da waren auch noch andere Geburten. Junger, normalgewichtiger Kinder, die ich natürlich in ihrer Individualität längst vergessen habe. Da gibt es aber immer noch den Tim. Und das ist etwas, was man eigentlich nicht vergessen kann. Und dass es einfach anders gelaufen ist, als wir uns das alle gedacht haben, als wir das vorher im Team auch
besprochen hatten, dass diese eher unwahrscheinliche, aber nicht unmögliche Version eingetreten ist, dass Tim eben überlebt hat. Seit Tims Geburt läuft ein juristisches Nachspiel gegen Dr. Enno Heine. Die leiblichen Eltern des Jungen hatten den Geburtshelfer einerseits angezeigt, weil Tim lebend zur Welt kam. Der Vorwurf, damit sei der Mutter Schaden zugefügt worden, denn sie hatte ja mit einem toten Tim gerechnet. Diese Klage wurde abgewiesen. Gleichzeitig klagten die Eltern wegen unterlassener Hilfeleistung. Der lebend geborene Tim sei nicht ausreichend versorgt worden. Auch dieses Ermittlungsverfahren wurde zweimal eingestellt. Doch eine Vereinigung von Lebensschützern erzwang eine Wiederaufnahme. Im April 2004 schließlich wurde ein Urteil gegen den Arzt Enno Heine gesprochen. Es ist ein Strafbefehl seitens des Amtsgerichts ausgesprochen worden, der mich mit 13.000 und etwas Euro belastet, aufgrund dieses Verhaltens, was als Körperverletzung ausgelegt wurde. Das ist zwar ohne Folgeschäden für Tim ausgegangen oder so beurteilt worden, aber letztlich doch als Körperverletzung und damit strafbares Verhalten gewertet worden. Nehmen Sie denn diese Strafe jetzt an? Also ich habe es akzeptiert. Auf dem juristischen Wege ist damit der Fall quasi abgeschlossen. Es ist natürlich eine andere Frage, wie man innerlich mit so etwas umgeht. Ich denke, es ist vor allen Dingen Tim, der sicherlich mehr darunter gelitten hat als meine Wenigkeit, obwohl das letztlich auch für mich sicher keine einfache Situation war in diesen vergangenen Jahren. Simone und Bernhard Guido haben Tim ein neues Leben geschenkt. Wir haben in unserem Leben so viel Glück gehabt, so viele positive Dinge erfahren. Ein Teil davon wollten wir einfach zurückgeben. Und deswegen wollten wir gerne ein Kind bei uns aufnehmen. Wir sind aber bei weitem nicht Albert Schweitzers oder wir sind nicht besonders fromm, wir sind keine Kirchgänger. Wir haben einfach den Anspruch an uns selbst, etwas zurückzugeben, was wir bekommen haben. Manche sagen auch blauäugig reingesprungen oder so, aber uns kam es nie wie viel Arbeit vor. Also für uns war es eigentlich nie eine Belastung. Also wir müssen auch ehrlich sagen, wir haben kein einziges Mal bereut, Tim überhaupt aufgenommen zu haben oder dass wir mal an einem Punkt waren und gesagt haben, ach, hätten wir das doch nicht gemacht und jetzt können wir nicht zurück oder so. Nee, das ist einfach, er ist da und so ist es und so haben wir es gerne. Ein Nachtrag. Tims leibliche Mutter ist kurz nach Ende der Dreharbeiten für diesen Film gestorben. Seit sie Tim abtreiben ließ, so berichten Bekannte, brauchte sie Psychotherapie und sei nie wieder gesund geworden. Sie wurde 41 Jahre alt.